Wir müssen vermeiden, dass wir gleichzeitig eine Grippewelle und die zweite Welle der Covid-Erkrankungen haben. Und hier ist zum einen wichtig, dass wir in der Diagnostik unsere Ressourcen schonen. Das heißt also, wenn wir vermeiden, dass jemand grippeinfiziert ist und die Symptome zeigt, dann haben wir nicht das Problem, dass wir solche Personen dann irgendwie vorher ausschließen müssen und die Frage beantworten müssen, haben die nun eine Covid-19-Erkrankung oder eine Grippeerkrankung. Das würde also unsere Diagnostik entlasten. Der zweite Punkt ist, dass wir vermeiden müssen, dass wir sehr viele Grippepatienten in unsere Krankenhäuser bekommen. Wir müssen ja schauen, dass wir genug Kapazitäten an Krankenhausbetten für die Covid-19-Erkrankten haben. Und wir müssen immer damit rechnen, dass sich da die Zahlen wieder erhöhen. Und dann würde so eine Intensivstation natürlich entlastet, wenn wir dann nicht noch zusätzlich Grippeerkrankte auf die Station bekommen würden.